Years and years before Queen Sophia was born, the human kingdom lived in an age of prosperity. They called it the Golden Age. But little did the kingdom know of the secret threat simmering beneath a veneer of peace. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen einen weiteren neuen gigantisch tollen Teil von Awakening, der schwarze Baum in der Sammler Edition. Ja, es gibt wieder einen neuen Teil von Awakening. Wie könnte es auch anders sein? Nicht, dass wir das letzte Mal dachten, die Reihe endet. Nein, es gibt schon wieder einen neuen Teil und wahrscheinlich wird es auch immer wieder neue Awakening-Teile geben. Keine Ahnung, wann das jemals ein Ende nimmt. Aber freuen wir uns doch einfach auf ein weiteres schönes Wimmelbildspiel. Eine neue Reise und diesmal geht es wohl eher um die Vorgeschichte oder so und nicht direkt um eine Fortsetzung wie das letzte Mal. Also sind wir gespannt auf die Vorgeschichte von der Königin Sophia, wie wir sie kennen. Oder Prinzessin Sophia, wie auch immer. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Wie jedes Mal spiele ich das Ganze blind und der Teil ist gerade erst neu erschienen. Was soll ich noch weiteres sagen? Alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die Awakening schon die anderen Teile bei mir geschaut haben, freuen sich vielleicht jetzt eventuell auf einen neuen Teil mit mir. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Alte und neue Hasen, meine ich damit. So, und da ich hier nichts anderes machen kann, außer ein neues Spiel zu beginnen, würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Und ich plaudere gar nicht lange, sondern lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was dieser neue Awakening-Teil für uns so offen hält. Viel Spaß! Ja, wir können als Dorfbewohner spielen, entspannter Spielgenuss mit Anleitung und nützlichen Tipps, Quatsch. Waldhüter, knifflige Spielfilme für erfahrene Spieler, die weniger Hilfestellung und Tipps benötigen oder general spielen auf eigene Gefahr. Hier geht's ans Eingemachte, keine Tipps, kein Überspringen der Minispiele, keine Anleitung. Ich glaube, ich nehme den Waldhüter, aber nur aus dem Grund, weil ich weiß, dass die Rätsel von Awakening das schon ein bisschen auch mal in sich hatten. Und ab und zu bin ich doch noch froh, die Option zumindest zu haben, überspringen zu dürfen und zu können, wenn ich sage, geht gar nicht. Und versuche natürlich mein Bestes, so wie immer, bei allen anderen Sachen. Willkommen bei Awakening, der schwarze Baum. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nö. Wir kommen einfach mal rein. Sasha, Minotaur Soldiers are coming this way. We've all gotta hurry, or they'll capture us. Mhm. Be quick, but don't forget your pendant. I have to go warn the others. Stay safe, okay? Okay. Wie sie davon stapft. Okay, gut, dann Zauberanhänger. Hier haben wir was anderes. Ob unter dem Spiegel etwas liegt, ist das der Zauberanhänger? Drachen. Nein, das war was anderes. Was haben wir noch? Irgendein Schrank. In diesem Schränkchen bewahre ich Dinge auf, die mir wichtig sind. Das Schloss ist gesichert und kann nur mit einem ganz bestimmten Hilfsmittel geöffnet werden. Bücher über alle Wunder dieser Welt. Ich hoffe, dass ich eines Tages dazu beitrage, sie zu füllen. Karten. Einige davon habe ich selbst angefertigt. Das ist ja toll. Ja, was ist hier mit unserem Buch? Handbuch. Allgemeine Tipps. Blablablups. Was ist das hier? Keine Ahnung. Irgendeine Fee. Hier kriegen wir anscheinend irgendwie einen Vogel oder so. Wir sind es ja gewöhnt, irgendwie Verschiedenes bei uns zu schleppen. Unter anderem vor allem ein Drachen. Aber irgendwie sieht das hier eher aus wie ein Vogel. Naja, das kommt ja alles viel später mit der Sophia. Kann ich den Drachen vielleicht hier reinpacken? Aha. Bewege den Drachen zum entsprechenden Umriss in der unteren Zeile. Ja, wo ist das Problem? Geht jetzt nur dahin und dahin? Ach, und dahin und... Dahin und
Den Sinn verstehe ich noch nicht. Also ich weiß, wie ein Pferd springt und ich weiß überhaupt und so. Ich kenne Schach und die Figuren, aber ich verstehe den Drachen hier gerade nicht. Zu dem entsprechenden Umriss. Hä? Also, das soll da unten hin, aber wie... Achso, das geht ja doch. Hm? Geht nur da, wo grün ist, oder wie? Ja. Mhm, ach so. Ja, muss ich noch nicht so... Habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, ich habe meine Zauberkette. Anscheinend war das auch schon alles. Dann gehen wir wieder raus. I've got to hurry. Minotaurs. But they haven't seen me yet. They better hide. General Blacktail, we've caught one. Oha, voll actionreich hier und voll die bösen Minotauren. Take the prisoner and join the rest of the brigade in sweeping the village for clues. Remember, there's a generous reward for anyone who can bring me the human prince. Mhm. Und tschüss, dann nehmen Sie den Gefangenen mit. Bestimmt sollen wir den am Ende retten oder so. So. Ein öffentlicher Aufruf, unsere magischen Fähigkeiten weise einzusetzen. Jeder Mensch hat eine Gabe. Setz deine für das Gute ein. Was mit dem hier? Der Hammer hält er. Den Hammer hält er aber ganz schön fest. Er braucht etwas für die Gartenarbeit. Also da geben wir ihm wohl noch was. Was mit dem Apfel? Den können wir zumindest mitnehmen. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht kann mir meine Zauberkette weiterhelfen. Unsere Zauberkette. Wir haben jetzt eine Zauberkette. Ah, mit der Zauberkette können wir wimmeln. Das ist ja cool und neu. Ganz anders wie sonst. Verwende in jeder Zeile und Spalte die Symbole nur einmal und die Kiste wird sich für dich öffnen. Mach ich gleich. Erstmal wimmel ich, oder? Als Einstieg erstmal hier suchen wir mal eine Katze. Das ist aber ein Hund. Da verbirgt sich noch was. Das war doch keine... Das war doch ein Hund, das war auch keine Katze. Ja, gut. Ahornblatt. Hier? Nee. Ahornblatt. Nee, die Katze, da ist doch die Katze. Oh, eine kleine schlafende Katze. Und ein Vorhängeschloss suchen wir auch. Was ist das hier? Vorhängeschloss, Vorhängeschloss, Vorhängeschloss. Vorhängeschloss ganz, ganz groß. Hier vor meiner Nase. Handschuhe. Hier ist ein Handabdruck. Dann auch noch Stiefel. Eine Maus, die sich irgendwo versteckt. Da ist eine Maus. Was haben wir hier? Himmelkörper strahlen vom Himmel. 5 davon kannst du allerdings ganz hier in der Nähe finden. Tatsächlich. Soll ich jetzt einfach alle anklicken oder wie? Was habe ich jetzt vergessen? Also ich kann ja alle anklicken, aber es sind ja nicht alles hier Planeten. Ach, der Stern bestimmt. Ja, der Stern. So. Okay, gut. Eine Papierrolle, die hatte ich auch gesehen, genau. Dann noch eine... Ach nee, die Sachen muss ich natürlich einsammeln. Pokal und Gießkanne fehlen noch. Gießkanne. Und der Pokal ist irgendwo versteckt. Vielleicht da drinne. Eventuell. Ja. Dann werde ich das jetzt mal probieren. Also, verwende ich jetzt einen die Symbole nur einmal und die Kiste nur einmal. Ja, da hier zweimal B sind, das geht auch schon mal gar nicht. Das geht auch nicht. Bleibt eigentlich nur dieses F. Dann nehmen wir hier mal so eine Schleife. Hier eine doppelte Schleife geht aber auch nicht. Nehmen wir hier wieder das F, dann machen wir hier das F weg. Dann müsste es genau richtig sein. Das ging ja noch.
So. Wunderbar. Und jetzt haben wir ein Waldhüterwappen. Das ist ja schön. Jetzt können wir da vorne lang gehen. Oder wir können auch noch zwischen wahrem Mut und Wahnsinn liegen Welten. Da können wir nicht lang gehen. Ja, dann gehen wir da mal hoch. Neue Aufgabe. Nein, Katie ist eingeklemmt. Rette Katie mit... Keine Ahnung. Alleine schafft er das nicht. Wir brauchen ein Hilfsmittel, um das schwere Holz anzuheben. Sasha, please, help me. Ja. Moment. Erstmal Apfel essen. Das Brett ist leider am Karren festgenagelt. Ach so. Was haben wir hier? Und das da? Ein Blumentopf. Was war da versteckt? Ein Wappenfragment. Aha, und ein Bild. Katies Eltern, ihr Vater ist ein Waldhüter. Vielleicht findet sich hier etwas Brauchbares. Zum Beispiel eine magische Energiekette. Aha. Was ist denn hier jetzt noch? Das Brett halt, aber sonst nix. Oder was? Ja, wie kann ich dir helfen? Ich weiß auch nicht. Ich habe hier irgendwie... Oh, ich habe meine erste Fee gefunden. Ach so ist das. Moment mal, da müsste ja in jedem Bild eine Fee sein, oder? Ja, da. So sieht's nämlich aus. Jetzt soll ich nämlich Feen suchen und dann fange ich gleich damit an. Besser ist. Und ich kann ja nicht mehr zurück. Ich hoffe, ich habe also nicht schon die erste Fee jetzt verpasst. Können wir dem hier was geben, damit ich seinen Hammer bekommen kann? Vielleicht sein Wappen? Den Eimer? Den Eimer. Vielen Dank für den Hammer. Und damit kann ich jetzt bestimmt das Brett abnehmen. Tada! Und das hilft mir jetzt hier. Ja. Gut. Thanks for helping. I'm Cedric of the Royal Rangers. I was on my way to the stables. There's a secret back door here that only we Rangers know about. We can leave the village on horseback. Eine geheime Hintertür. Tschüss. I got separated from my family as we were running away, but I'm okay now. You're here. Rette Katie mit der Hilfe des Fremden. Okay. Ja. Hier. I got separated from my family. Willst du die Kette nicht? I got separated from my family. Ja. Gut. Dann laufe ich jetzt mit ihm mit, oder wie? Ja. Er sucht nach Hinweisen, aber Menschen ohne meine besondere Gabe können das Augensymbol nicht sehen. Aber ich. Und was jetzt? Das kann ich jetzt zusammenbauen und nachbilden, oder wie? Ja, gut, dann machen wir das mal. Wunderbar. Und kann ich das jetzt irgendwie hier einsetzen oder so? Nö. Was mache ich jetzt? Verstehe ich irgendwie noch nicht ganz, was ich jetzt hier tun soll. Ja, aber da, ich soll ihm jetzt irgendwie helfen, ne? Hey, Typ, was wollt ihr jetzt von mir? Meine Zauberkette. Ja. Meine Zauberkette kann es sichtbar machen. Wie soll ich ihm die geben? Vielleicht irgendwas hier. Hier so voll viel rum eiern. Was soll ich jetzt machen? Ja. Ich hab doch nur das, oder? Keine Chance steht hier. Nur ich kann dieses Augensymbol sehen. Wo es auftaucht, ist etwas Magisches verborgen. Nur meine Zauberkette kann es sichtbar machen. Aber wie denn?
Ach, das ist die Zauberkette. Oh, ich denke, die ganze, diese blöde magische Energiekette, was ist ja auch... Oh, das... Oh ja. Wie doof. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass das hier ja auch noch eine Zauberkette ist. Entschuldigung. Die Tür ist durch Zauberkraft verschlossen. Zwei Wappen fehlen. Ja gut, okay. Das kriege ich dann auch noch hin. So schlau war ich dann doch auch noch. So. Da sind wir. Im Pferdeschuppen. Ja. Hey, Nelly, sie ist in Panik und will mich nicht an... der Text ist wieder wahnsinnig schnell an die Tasche lassen. Ich muss sie irgendwie beruhigen. Mhm. Ich glaube, Cedric will mir etwas Wichtiges sagen. Cedric? This magic map lets us see hostile forces. If we restore it, we can find a safe route with the least amount of Minotaurs. Mhm. Stelle die Zauberkarte wieder her, um einen Weg aus dem Dorf zu finden. Kriege ich das einfach so oder muss ich was einsammeln? Ich brauche eine Feder, um die Karte wieder... Ja, okay. Muss ich also finden. Was sagt sie? Sie sieht müde aus. Ich hoffe, es gelingt uns, aus dem Dorf zu fliehen. Ja. Brutkasten der königlichen Wiederhopfe. Hier bewahren sie Wiederhopfeier auf. Sie haben dir nur ein einziges gelassen, du Arme. Mhm. Was will er denn jetzt? Hey, is that an incubator? It'll need some heat to work, and fire is my specialty. Give it here. Warum beobachtet der mich denn so, was ich hier mache? Ich sammle hier irgendwas heimlich ein und der kommt hier direkt auf mich zugestapft. Bitteschön. Ich hab's zuerst gefunden. There you are. Check it out. The hoopoe might hatch soon. If you need anything fire-related, just say so. Aha. Was, wahrscheinlich ist das hier unser Freund dann, unser komisches Wiederhopfenvieh, was auch immer das überhaupt eigentlich sind. Guck mal, wären wir jetzt hier bei Tomb Raider, wäre das bestimmt so ein Wappensymbol. Müsste man 8 davon finden, dann hat man eine Aufgabe-Quest gelöst. Aber wir sind ja nicht bei Tomb Raider. Wir sind ja in einem Wimmelbildspiel. So. It's a good thing we didn't get caught. Let's split the work. I'll look here. Okay. Gut, dann gucken wir mal hier. Ich muss den Fluss der magischen Energien erhöhen, um die Truhe zu öffnen. Leider fehlen 2 magische Energieketten. Ja, warte, ich habe eine, habe ich schon mal. Das, jetzt können wir die nämlich auch einsetzen. Die andere finden wir bestimmt noch. Zum Glück hätte Minotaur uns nicht gesehen. Na, so ein Glück. Und hier ist noch so eine Fee. Was haben wir denn hier noch? Was mit ihm? Er tut alles, um uns zu helfen. Ich muss ihn unterstützen. Oh ja, hier ist ein Seil. Mach doch mal. Ach, ich kann auch zurückgehen. Gut, 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 gut. Ist hier auch noch eine Fee? Da. Wo ist denn jetzt hier der Tinte und so ein Kram? Weiß ich nicht. Warmer Brutkasten. Hm. Muss sie irgendwie beruhigen. Vielleicht mit einem Apfel beruhigen? Hier, geht doch. Vielleicht lässt Nelly mich jetzt an die Tasche. Ah. Cedric wurde also erst vor kurzem in unsere Gegend entsandt. Aber ey, kann ich das nochmal lesen? Manu. Ich will das... Ich habe das noch gar nicht zu Ende gelesen. Das ging voll schnell. Och, jetzt habe ich das gar nicht lesen können. Gibt's hier irgendwie nicht so ein... Buch, wo man das nochmal nachlesen... Nee, natürlich nicht, ja. Dann nicht. Hier ist eine Feder. Eine verblasste Zauberkarte zeigt an, wo sich die Minotauren befinden. Allerdings muss ich sie erst wieder herstellen. Was mache ich dafür? Ich brauche bestimmt erstmal Tinte, oder nicht? Ich glaube, das reicht so gar nicht. Du Pferd, du. Ich kann doch so schnell gar nicht den Text lesen hier. Vogelfutter. Können wir das kombinieren? Nee. Hier. Vogelfutter, bitteschön. Kann ich das Vogelfutter hier nicht irgendwie mal... Weiß ich nicht. Dem Pferd doch wohl nicht. Ich habe ja hier nur diesen Brutkasten. Vielleicht kommt das ja noch. Oder so. Ohne Tinte kann ich die Karte nicht erneuern. Ja, ich habe die
die Tinte. Ich habe die Tinte ja auch schon gesucht, aber irgendwie, irgendwie steht die hier im Regal. Und ich sehe sie nur nicht. Kann ich mit der Zauberkette irgendwas machen? Hallo? Was soll ich denn mit dem Brutkasten machen? Ach so. Ach so, der kommt jetzt rausgeschlüpft. Er ist geschlüpft, aber das arme Küken sieht sehr schwach aus. Ich muss ihn füttern. Ja, hier, guck mal, hier. Hier, oh, ein Zaubervogel. Gib deinem Wiederhopf einen Namen. Matti. Matti ist doch doof, oder? Wie wollen wir den denn mal nennen? Oh, ich habe noch nie in einem Let's Play mir einen Namen ausdenken müssen, so für ein Vieh. Wie sieht der denn aus? So ein, hat so einen spitzen Schnabel. Spiky vielleicht. Oder Bibo. Ich weiß auch nicht. So Zebrastreifen. Ist rot. Ein bisschen wie so ein kleiner Feuervogel. Mit so einem spitzen Schnabel. Spicy. Spiky. Ich nenne ihn jetzt einfach so. Moment. So geschrieben oder eher so? Spiky? Spiky. Spiky. Spiky ist auch gut. Wir nennen ihn jetzt Spiky oder Spiky oder ist mir auch egal. Der so. Ich weiß nicht, ob man den Namen noch ändern kann. Ich glaube nicht. Alles auch egal jetzt, ne? So heißt er jetzt. Fertig aus. Rauch in der Flascheanleitung wirft die Flasche in Richtung des Zielobjekts, um seine Sicht durch dicken Rauch zu trüben. Was da oben jetzt stand, weiß ich jetzt wiederum auch nicht. Kann ich beides gleichzeitig lesen. Aber ach, das kann man jetzt zumindest in die Hand nehmen. Ja, dann sammeln wir alles ein, was geht. Magische Tinte. Ich würde sagen, die Karte zu Ende rätseln, schreiben, da Rauch in der Flasche, was auch immer. Das alles machen wir im nächsten Part von Awakening, der schwarze Baum. Erstmal überlegen, wie das Spiel nochmal heißt. Und dann sehen wir uns dann und ich hoffe, es gefällt euch und macht euch wieder Spaß und ihr seid dabei und ja, hinterlasst mir doch irgendwas Nettes und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann!